Durch eine Vielzahl neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind uns Therapeuten, speziell in den letzten Jahrzehnten, mittlerweile eine Vielzahl von wirksamen Therapieverfahren zur Verfügung gestellt. Im Bereich dieser Vielzahl von evidenzbasierten Therapieverfahren zeigte sich vor allen Dingen bei Robotik, Computer und Virtual Reality gestützter Therapie eine rasante Entwicklung. Wir bei Theramotion versuchen, diesem aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstand gerecht zu werden. Deswegen nimmt bei uns die Robotik- und computergestützte Rehabilitation einen extrem hohen Stellenwert ein. Die positiven Reaktionen, Fortschritte und spürbaren Verbesserungen der Patienten sprechen für sich. Aufgrund unserer bisherigen praktischen Erfahrungen zeigen sich vor allen Dingen die Therapiesysteme VibraMove und der Biodex Gait Trainer als hervorragend geeignet. Warum? Diese Therapiesysteme sind mit einer hohen Bandbreite für die Behandlung der unteren und oberen Extremitäten, der posturalen Kontrolle, der Mobilitätsfaktoren und natürlich für die Behandlung von schwerst betroffenen Patienten ebenso wie für leichter betroffene Patienten aller Krankheitsbilder in den verschiedensten Ausgangsstellungen liegen, sitzen, stehen geeignet. Also wir praktizieren das jetzt schon seit gut einem halben Jahr und ich kann sagen, dass ich dadurch die Sensorik meiner Beine schon stetig verbessert hat und selbst unter der Therapie kann ich jetzt gewisse Sachen wahrnehmen, spüren, die ich schon seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Ich habe halt mit dem Tremor am rechten Hand habe ich eigentlich sehr stark Probleme. Und beim Schreiben und so dann und beim Essen. Und seit Januar bin ich bei Theramotion in Behandlung und da haben wir das VibraMove mal ausprobiert. Schreiben wurde besser und das Zittern wurde weniger. Unsere Patienten zeigen neben spür- und sichtbaren Fortschritten an diesen Therapiesystemen einen hohen Motivationsfaktor, berichten von einer Menge Spaß, die sie in der Durchführung der Therapie haben. Und die Therapeuten melden hohe Bedienerfreundlichkeit und dadurch Ressourcenfreisetzung für mehr Behandlungszeiten für intensives Training zurück. Ich habe bei der ganzen Sache ein gutes Gefühl und denke, dass wenn wir weiter so praktizieren, dass ich da noch einiges verbessern kann.